Hi, hier ist der Frank vom Foodblog-hamburg.de. Wir haben ja letztes Mal im letzten Video schon angekündigt, als wir die Teriyaki-Soße gemacht haben, dass wir ein Teriyaki-Hähnchenbrustfilet machen wollen. Und normalerweise sind das immer zwei. Wir beide essen aber nicht jeder so eine Hähnchenbrust, das ist uns zu viel. Deshalb habe ich jetzt eine genommen und habe die jetzt einmal in der Mitte durchgeschnitten. Die muss jetzt eine Stunde lang mariniert werden mit der Teriyaki-Soße. Das machen wir ganz einfach. Ich habe hier mal einen großen Beutel, so einen Gefrierbeutel. Da tue ich die Brust rein, Brust oder Keule. Dann habe ich hier noch von unserer Herstellung der Teriyaki-Soße so ein bisschen Teriyaki-Soße. Die fülle ich jetzt hier einfach mit rein. Das sind so 50 bis 80 Milliliter gewesen. Aber wenn nicht sogar mehr. Das evakuiere ich jetzt so ein bisschen. Wir haben natürlich keinen Vakuumierer. Aber ich finde, das geht so genauso gut. Das Ganze werde ich jetzt hier gleich schön verschließen. Und dann kommt das für eine Stunde in den Backofen, in den Kühlschrank und wird da schön ziehen. Und in der Zwischenzeit werde ich hier schon mal meine anderen Zutaten schnippeln und da seid ihr dann gleich wieder dabei. Bis gleich. So, jetzt müssen wir unser Gemüse ein bisschen fertig machen. Als erstes nehme ich mir meine großen Champignons, Riesenteile hier. Habe die jetzt erstmal ein bisschen gewaschen. Die werden jetzt mal so grob in Stücke geschnitten. Die kommen dann gleich schön mit zu unserem Fleisch dazu. Und dann muss ich mich gleich um die Karotten kümmern. Das ist jetzt leider keine Bio-Karotte. Die hat auch so ein paar Macken außen. Die schneide ich eben schnell mit dem Sparschäler. Schäle ich mir die und dann werde ich die gleich schön klein schneiden. Wird dann auch gleich als allererstes in der Pfanne angebraten. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Ich brauche jetzt hier noch ein paar Minuten zum Fertigschnippeln meines Gemüses. So, das ist doch geil. Sehr schön. Alles in den Müll. Schwuppdiwupp. Den obersten weg. Und jetzt mache ich hier halt so nette kleine Scheiben draus. Wie viel Chili brauchen wir? Also ich würde mal sagen, für normal von diesen niedlichen Teilen normalerweise nur eine. Ich werde jetzt bei uns, wir sind ja ist auch gewohnt, verhältnismäßig scharf zu essen. Ich mache jetzt einfach mal zwei, weil ich da jetzt Bock drauf habe. Dann brennt doch die meine Zunge auch sofort. Ja, nicht nur deine Zunge. Ja, wir brauchen auch so ein bisschen Ingwer. Ich schneide mir nur gerade so ein bisschen hier die Schnittkanten mal auf, um mal zu gucken, wie der denn überhaupt so insgesamt ist. Finde ich nicht ganz so geil. Ja, dann nehme ich noch die große. Ja, aber ich werde ihn jetzt erstmal mit dem Löffel abkratzen und dann gucken wir gleich mal weiter. Besser? Ja, sah schlechter aus, als er wirklich ist. Er ist gar nicht so schlecht. Das sieht doch gut aus. Ja, finde ich auch. Frisch aus dem Baum. Ja, hast du den heute Morgen noch geerntet, ja? Genau, habe ich selber gepflückt. Ja, genial. Dann bist du aber schnell unterwegs, du, wie die Genie. Ne? Genau. Zim, und mal Und eben meine schnell. Mama hat mir geholfen. Cool. Ja, wann wir da wohl wieder hin können. Dank Corona Stimmt. ist das ja momentan alles ein bisschen schwieriger. Na Ja. gut. Abwarten. Genau. Jetzt schneidest du die Frühlingszwiebel. Jetzt schneide ich die Frühlingszwiebel klein, genau. Und ja, so schön in Ringe halt, ne? Okay. So wie
wie immer halt. Also wir haben unsere Frühlingszwiebeln klein geschnitten, wir haben unsere Karotten klein geschnitten, wir haben Chili und, ihr seht gar nichts, Chili und Ingwer klein gemacht und die Champignons sind auch klein. Ich mache jetzt hier die Pfanne heiß und dann nehme ich mir gleich die Hähnchenbrüste raus und werde die kurz anbraten. So, die Hähnchenbrüste waren jetzt für eine Stunde im Kühlschrank. Und jetzt brate ich die mal mit ein bisschen Power kurz an. Die Teriyaki-Soße hier drin, die werde ich jetzt noch ein bisschen aufheben. Die brauchen wir gleich noch. Ich brate die jetzt nur ein bisschen an, damit ich hier schön Röstaromen bekomme. Und dann kommen die gleich im Backofen. So, jetzt haben wir die beiden Hähnchenbrustteile schon mal schön angebraten. Da sind schön Röstaromen drin. Backofen ist auch schon an. Dann tun wir das da mal eben schnell hinein. Zack, zack. Zack, zack. Genau. So, dann kommt jetzt, werden als nächstes die Karotten angebraten, weil die brauchen am längsten. Da tue ich jetzt mir wieder ein bisschen Öl für in die Pfanne. Ein bisschen haben wir ja noch drin und dann kommen die da erstmal rein. Und dann werden die mal schön angebraten. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Das kennt ihr ja schon, wenn ihr schon so ein paar Videos von uns gesehen habt. Dann wisst ihr ja, dass wir häufiger mal mit Karotten rumspielen. Wir haben auch ein Video gemacht, wo wir nur Karotten gegart haben in der Pfanne. Also, wen das interessiert, ne? Einfach mal vorbeischauen. Bei unserer Lammsuppe habe ich dünne Streifen gemacht. Die habe ich mit Zucker gemacht und noch ein bisschen Wasser drüber. Ein bisschen Wasser drüber werde ich hier wahrscheinlich auch gleich machen. Dann geht das nämlich ein bisschen zügiger. Ich sage immer Brandbeschleuniger dazu. Weil durch das Wasser, was da ist, ist so ein bisschen Kochen und Dämpfen mit dabei. Und dann geht das schon eine ganze Ecke zügiger. Wenn die gleich fertig sind, dann melde ich mich wieder. So, meine Karotten sind jetzt fertig. Jetzt tue ich die Champignons da oben drauf. Ist auch eine Portion, wie für eine Fußballmannschaft. Oh, das ist eine Portion. Ja. Ich auch. Ich liebe Gemüse. So, das muss jetzt nochmal so 3-4 Minuten. Jetzt kommt noch der Chili und der Ingwer dazu. Jetzt wird das nochmal alles vermengt, nochmal 2 Minuten. Also ich brate das jetzt auch gerade an mit ein bisschen Sesamöl. Ich finde diesen Geschmack immer sehr, sehr schön. Und der zieht immer so genial in das Gemüse rein. Und passt natürlich auch sehr gut zu der Teriyaki-Sauce, die hier gleich hier reinkommt. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Koriander drauf. Eigentlich gehört da frischer rein, wir haben aber keinen frischen Koriander bekommen. So tue ich jetzt dann nur ein bisschen Gewürz rein. Das tut dem Ganzen aber auch keinen großen Abbruch. Das Ganze lassen wir jetzt noch mal so eine Minute hier vor sich hin braten, köcheln. Und dann tue ich da gleich die Teriyaki-Sauce rein. So, dann mache ich unsere schöne Teriyaki-Soßenflasche auf und dann kommt da schon mal noch ein bisschen was drüber. Wir wollen ja ein bisschen Soße auch haben. Fläschchen wieder zu. Wunderbar. So, jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen köcheln, ein bisschen durchziehen und dann können wir gleich anrichten. So, so sieht unsere Pfanne jetzt voll aus mit dem schönen Gemüse. Ich tue mal jetzt hier so ein bisschen, baue hier jetzt mal so ein Gemüsebett, wo ich dann gleich schön Fleisch drauf tun kann. So. Das sieht schon mal geil aus. Oh, ein Messer. Ich kann mit diesem Messer gar nicht mal umgehen. So, dann nehmen wir das Stück Fleisch hier. Das Hähnchen sieht richtig gut aus, ne? Das Hähnchen sieht gut aus, ja.
Sehr geil. Ja, finde ich auch. So. Immer muss ich probieren. Also. Aber du machst den Abspann, weil ich habe gleich den Mund voll. Ich probiere jetzt mal unser Fleisch. Das sieht schon geil aus. So, schön Champignons. Hier drauf. Geil. Geile Teriyaki-Soße. Der Ingwer kommt schon ein bisschen durch. Ein bisschen Schärfe. Sehr schön, Schatz. Und du machst jetzt die Abmoderation. So, dann doch ich, weil Jojo kann heute nicht. Also, sollte euch dieses Video gefallen haben und das Rezept super lecker, dann gebt uns einen Daumen, abonniert uns. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben, habt ihr Fragen zu dem Rezept, schreibt sie uns unten rein. Habt ihr irgendwelche Anregungen? Sowieso. Habt ihr Anregungen, was ich an meinem Video machen soll zum Einjährigen? Schreibt es auch unten rein. Ich würde mich freuen. Und sagen Tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.